Ja, hallo, zurück zum Witcher. Wir suchen hier den gestiefelten Kater. Mal eben gucken, ob ich den hier irgendwie finde. Irgendwie da über die Mauer gesprungen sein. Das beste Angebot weit und breit. Eins zum Preis von zwei. Oder brauchst du etwas, Meister? Moment mal. Finsternis? Überall Finsternis um mich herum. Ja, das glaube ich. Ah, Mann! Also. Pfote, Pfote. So viel Arbeit. Der Händler hatte recht. Sieht wirklich wie eine Riesenkatze aus. Jeder weiß, auf dem Rücken trägt man einen Köcher und keine Schwerter, Anfänger. Und jetzt? Ah. Der Kobold hat wohl etwas von seiner Beute verloren. Ist hier entlang. Er ist in den Graben gefallen. Hier endet die Spur. Na, da falle ich natürlich nicht rein. Aber ich kann da natürlich mal runtergehen. Mal gucken. Trottel. Ja. Okay. Da ist er. Hier hören die Pfotenabdrücke auf. Stattdessen fangen Stiefelabdrücke an. Die Mieze trägt Stiefel. Naja, gestiefelter Kater oder was? Sperrangel weit offen. Interessant. Ah, okay. Ein Brief? Sowas. Unser Kobold ist es lesenskundig, wenn nicht gar gebildet. Ein Doppler. Das erklärt vieles und macht die Sache kompliziert. Ich brauche eine gute Spur, um ihn zu finden. Okay, eine gute Spur. Wo finden die? Einen Stockwerk höher vielleicht? Da hinten. Eine Frauenbluse, ein Männerhemd, Kinderschuhe, aber nur ein Bett. Lavendel, starker Duft, genug, um ihn aufzuspüren. Willst du Gerechtigkeit? Dann heuer einen Hexer an.
mich an Norschland am meisten stört? Ich hatte auch einen Leihvater, aber ich habe ihn fallen lassen und wollte nicht umkehren. Wenn du meine Frau anrührst, hau ich dich um. Ich bin hier Hunger zu klein und die Weiber zu groß. Und wenn ich auf der Straße gehe, glotze ich immer jemandem auf den Arsch. Seltener Anblick, so ein Elf und eine Wache des ewigen Feuers beim Schwätzchen. Schwätzchen? Nichts ist weniger wahr. Dieser Rassist hier hat verlangt, mich zu durchsuchen. Grundlos. Du bist ein Anderling. Noch einen Grund habe ich nicht gebraucht. Sei froh, dass ich nichts gefunden habe. Jetzt verpiss dich in den Wald und spiel Flöte. Das war eine miserable Darbietung. Du solltest den Beruf wechseln. Strauchdieb vielleicht? Du wagst es, einen Beamten im Dienst zu beleidigen? Ich gebe dir einen Rat, Mutant. Du musst gerade reden. Ich weiß, dass du ein Doppler bist. Und ein Kleptomane. Die Händler haben einen Auftrag auf mich ausgeschrieben? Immer die gleiche Scheiße. Hey, warte! Hinter dem Kätzchen. Willst du wirklich einen wütenden Hexer sehen? Willst du? Verdammt, ich sehe alt aus. Bitte aufhören. Ich ergebe mich. Du kannst vielleicht wie ein Hexer aussehen, aber wie einer kämpfen kannst du nicht. Aber wenn ich in deine Haut schlüpfe, merke ich, was du für jemand bist, was du fühlst. Ich töte sie nicht, das stimmt. Aber meine Regeln gelten nicht für jeden und nicht jeder hat mein Gewissen. Also geh woanders klauen. Am besten weit weg von Novigrad. Die goldenen Zeiten für Doppler sind hier schon eine Weile vorbei. Ich weiß, aber ich dachte, mich kriegen sie nicht. Ich dachte, ich wäre zu schlau. Geschieht mir recht. Vielleicht lerne ich es so. Zeit, weit weg zu gehen. Aber zuerst... Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Leb wohl, Hexer. Zweihundert Mäuse ist auch nett. Ups. Hilf einem armen Kerl. Sei gegrüßt, Meister. Problem gelöst. Ich habe den Kobold aufs Land geschickt. Pferdemähnen verwuscheln und in die Milch pissen, wie es die Tradition verlangt. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Keine Trophäe, keine Belohnung. Du gibst mir besser eine. Sonst wird dir die unsichtbare Hand des Marktes eine klatschen, dass du eine Woche lang nicht sitzen kannst. Ich gebe dir die Hälfte der vereinbarten Summe. Und ich werde nicht nochmal mit dir Geschäfte machen. Bin ich kaputt. Ja, bitte. Okay, dann schauen wir mal, ob wir das nicht hier finden können.
Das ist der Questfinde Junior. Dann gucken wir uns das mal an. Erstmal hier. Entschuldigung. Dieses Haus, war das schon immer so schief? Nein, das ist nicht. Okay, hier unten, oder? Leute wie du haben hier nichts verloren. Ah, klar. Was willst du hier eigentlich? Was hier jeder will. Bisschen spielen, mich amüsieren. Nur geladene Gäste, Kumpel. Pech gehabt. Hier ist meine Einladung. Kannst sie haben, wenn du willst. Ja, die hätte ich gerne. Eigentlich ziemlich nutzlos, diese Kronen. In Temerien konnte man sagen, kennst du meinen Freund Foltest? In Nilfgaard würde man sagen, der Kaiser möchte ein Wort für mich einlegen. Aber hier? Ein Scheiß. Stimmt. Was soll das sein? Ein beschissenes Schiff? Das kann kein Wort für einen einlegen. Was soll man sagen? Kennst du meinen Freund, das Schiff? Erbärmlich. Einfach behämmert. Na gut, du kannst rein. War sehr freundlich. Ich muss nur noch ein einziges Mal spielen. Vogel. Ich gewinne in alles. Ist das ich bin Schwarzen habe ich noch nicht. Ich setze mein Haus. In Ordnung. Lass mich. Noch ein Wort von dir und ich bring dich nach oben. Nein! Was du für Karten hast. Wir können uns gleich hier treiben oder bei mir. Du hast ich sollte dann wohl gehen. Es ist Zeit. Aber Schätzchen, heute ist doch dein Glück. Was ist denn hier los? Hör mal auf. Du bist von der vulgären Sorte. Das sehe ich dir an. Ah! Entschuldigung. Hey. Darf ich mich setzen? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich habe gehört, dass Junior manchmal hier ist. Hast du das? Was hast du sonst noch gehört? Ist Hurensohn da oder nicht? Junior hatte recht. Jemand ist hinter ihm her. Entwaffnet diesen Mann! Verfluchte Scheiße! Ah, das war jetzt nicht meine Absicht. Wo ist denn hier noch einer? Stockwerk tiefer oder was? Wow. Okay, die zwei sind schon mal im Eimer. Oh. Mann. So, jetzt wollte ich aber eigentlich Infos haben. Das hat jetzt gar nicht geklappt.
Sollte ich jetzt hier nochmal gucken oder nicht? So, auf dieser Ebene hier sind alle tot, leider. Okay, hier war wohl nicht. Gehen wir mal woanders hin. Raus. Ich dachte, das ging wieder raus. Wenn nicht da, wo dann? Irgendwie oben raus oder was? Zwei Häschen waren hier noch, okay. Ich sollte mich umsehen. Totgeschlagen. Hey, hörst du mich? Lebst du noch? Bring mich nicht um. Hab ich nicht vor. Wer zum Teufel bist du? Hab unten Schreie gehört. Jetzt ist alles gut. Hilfst du mir? Du bist nicht schwer verletzt. Lass uns zuerst reden. Warum bist du hier? Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Also gut, schlau und hart funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bedlams Maulwürfen. Bist du einer? Nun, irgendwie schon. Und was hast du irgendwie rausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redanian zusammen. Ich weiß nichts Genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Pass auf dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Bedlam wird erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Weiß Dijkstra, dass Junior eine Abmachung mit den Redaniern getroffen hat? Okidoki. Das war schon mal nicht so schlecht. Ordentlich Fight. So, jetzt muss ich hier raus. Da raus. So, nächste Location. Ups. Wo ist das ungefähr? Oh, zwei Straßen weiter. Okay.
rein durch. Hallo. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Vielleicht werden wir uns ja einig. Und wie? Ich zahle, ihr lasst mich rein. Her damit. Geh rein. Und denk dran, wir beobachten dich. Wer regelt die Kämpfe? Igor! Dann runter, dann links. Na los, mach dich bereit. Du bist dran. Ich bin bereit. Kriegen die Verlierer auch was? Der ist garantiert eine Ratte. Die kriegen eine falsche Friedhof. Da ist ein Geld. Ist das alles? Wir haben mehr vereinbart. Ich brauche Arbeit. Was kannst du denn? Mit dem Schwert umgehen. Ich könnte als Leibwache arbeiten. Und wen hier würdest du bewachen? Hurensohn Junior hat sich zahlreiche Feinde gemacht. So viel ist klar. Vielleicht kann ich nützlich sein. Junior kann auf sich aufpassen. Um den muss man keine Angst haben. Aber ich frage mich, woher du weißt, dass der Laden ihm gehört. Das habe ich aufgeschnappt, mehr nicht. Ich rate dir, vergiss lieber, dass du von Junior gehört hast. Ist gesünder. Gut, eigentlich ist es mir egal, wen ich beschütze. Ich suche nur nach Arbeit. Menschenmengen können außer Kontrolle geraten. Jemand muss den Frieden wahren. Hm? Hast du irgendwelche Berufserfahrung? Ich bin ein Hexer. Mein ganzes Leben lang töte ich Monster gegen Bezahlung. Menschen sind kein Problem. Eine Wache muss manchmal kämpfen. Aber das ist nicht das Wichtigste. Die eigentliche Frage ist, ob du dich kontrollieren kannst. Und ob du die Menge kontrollieren kannst. Ich habe gelernt, meinen Herzschlag, meine Pupillen und meinen Stoffwechsel zu kontrollieren. Mein Medaillon vibriert in der Nähe von Gefahr. Und ich kenne ein paar einfache Zauber. Ich muss dich prüfen. Mal sehen, wie du kämpfst. Wenn du überhaupt kämpfen kannst. Geh in der Arena kämpfen. Wenn du 3 Kämpfe überlebst, gebe ich dir Arbeit. Stell mich auf. Hab ich schon. Wir fangen sofort an. Oder musst du dich noch vorbereiten? Bin immer bereit. Wunderbar. Mal sehen, was du wert bist. Denk dran, es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das Publikum mag es nicht, wenn man den Gegner verschont. Kann losgehen. Geldbörsen raus! Es werden Wetten angenommen! Aus dem fernen Osten, wo ein Menschenleben weniger wert ist als ein Becher Wasser. Ein Hexer, ein mörderischer Mutant. Sein Gegner, Gustav Böhle. Ein Mann, der sich selbst aus dem Mutterleib befreit hat. Mit einem Messer. Wie immer, ein Kampf auf Leben und Tod. Nein, Kinder. Der Hexer hat gewonnen. Nächster Kampf. Und weiter geht's! Der Hexer gegen die haarigen Brüder, direkt von den wilden Skellige-Inseln. Ihr Vater war ein Braunbär. Sie leben, um zu töten. Ergib dich, oder du endest wie dein Bruder. Niemals! Der Hexer hat wieder gewonnen. Nächster Kampf. Der Hexer tut, was er am besten kann. Auge in Auge mit Bestien. Ich
Ihr wollt mehr? Lasst die Bestien los! Boris. So viel zu Boris. Und noch ein Sieg für den Hexer. Bravo, die hast du gründlich kalt gemacht. Man hat mir gesagt, ein echter Schläger wäre in die Arena gekommen. Ist das zu glauben? Es stimmt. Danke. Cyprian Willi, den meisten als Hurensohn Junior bekannt, weiß ordentliches Handwerk zu schätzen. Also, genug geplaudert. Jetzt! Die Zwerge von Hacker sind in der Kanalisation. Sie haben die Wachen abgeschlachtet. Steh nicht rum wie ein verdammter Pimmel bei der Hochzeit. Ruf die Männer und mach die Zwerge nieder. Und würde bitte jemand den verfluchten Hexer töten? Na, sehr freundlich. Ihr habt den Mann gehört! Tötet ihn! Okay, das machen wir in der nächsten Session. Ciao!